Wir haben hier Turkey Apple sitzen, links von mir und rechts von mir ist Raven. Und ich bin auch da und wir spielen heute ein Spiel, was ihr nicht kennen könnt. Nö, das ist nicht veröffentlicht, denn das ist mein Spiel. Genau, Turkey Apple Spiel gemacht. Wir sind schon ganz gespannt. Und ich denke, Raven und Simmer spielen das jetzt, während ich im Boden versinke. Also. Du im Boden, okay. Ja, ich glaube. Schon mal schöne Musik. Tipps, wollen wir zu? Ist mir egal, du kannst steuern, ich kann vorlesen. Wir können arbeiten. Ja. Tipps vor Spielbeginn. Am besten oft speichern, ja. Oh Gott. Also, würde ich sowieso mal machen. Da ein Game Over bedeutet, dass man beim letzten Speicherpunkt weitermachen muss. Also immer schön speichern. Okay. Durch Drücken von X rufst du das Menü auf. Dort kannst du all deine Items sehen. Das war. Und zu guter Letzt, immer schön alles untersuchen. Wer viel erkundigt, wird belohnt. Ui. Okay. Das bin ich eh schon gewohnt aus Life is Strange. Okay. Wo sind alle? Wie lange habe ich denn geschlafen? Seymour synchronisiert das Mädchen. Perfekt. Ja, ist doch egal. Ja. Wo sind Absicht. Sind alle? Wie lange habe ich denn geschlafen? Bin ich hier in der Schule? Ganz allein? Oh Gott. Okay, dann wollen wir dann anfangen. Alles untersuchen. Also da ist auf jeden Fall ein Brief, den finde ich schon mal verdächtig. Den Mama will ich mal zum Schluss sagen. Und der Schrank, der ist auch interessant. Genau, Schrank und Brief. Okay, das hier ist schon mal leer. Ich muss dazu sagen, wir haben mal die ersten Minuten schon mal gespielt. Ein Schalter! Ja, aber wir erinnern uns ziemlich an nichts mehr. Deshalb kann man sagen, es ist blind. So. Einfach mal drücken, egal was passiert, stört ja keinen. Festvernagelt, ja. Oh, geschlossen. Natürlich nicht gut. Was auch immer in dieser Kiste ist, sie ist größer als ich. Ja, das sieht man. Wie sehen wir eigentlich aus? Achso, ja. So, was haben wir hier? Ein Schrank. Nur eine Schublade ist offen und voll mit liniertem, kariertem und einfachem Papier. Ich nehme alles. Ich brauche immer Papier. Ja, genau. 107 Arten, 107 zu schreiben. Erstens, benutze einen Stift und schreibe ganz normal die 107. Zweitens, schreibe mit der Hand eine 107 in den Schnee. Bei dir hat es nicht geschneit, dann zieh in die Antarktis. Ja klar, das ist natürlich ohne eine 107 zu schreiben. Drittens, schreibe auf ein großes Poster eine 1, die aus vielen Einsen für Einsen besteht. Eine 0, die aus vielen Nullern besteht. Oder Fantasiesprache. Und eine 7, die aus ganz vielen, du weißt schon. Tja. 7 dann besteht. Ich habe gerade 8 dann, schade. Aha. Was haben wir hier? Ich hab aber nochmal. Ach, nee, nicht nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Tja. Vor uns ein bisschen leiser. Ne? Ja, ja, was haben wir hier? Ist gut. Die Weltkarte, ein Klassiker für für echt klassische Klassenzimmer. Das stimmt. Ich hatte ja auch immer. Ja. Tja, du sagst, wenn du tauschen möchtest, wenn du mal steuern möchtest. Oh, ich würde sagen, wir wechseln ab. Weil hier die ganze Zeit so zu sitzen wird schwer. So, ein Gemälde von wem? Von wem wird es sein? Aha, der Kunstlehrerin. Dann der Brief. Okay. An Clara. Clara. Nun, ich could take a brief look, oder? Totally. Ihr seht es gerade nicht, er versteckt sich gerade hinterm Stuhl. Ja. Brief! Brief! Verstehst du? Ja? Ja? Clara, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Ich muss das nur wegen einer Wette schreiben. Sprich mich nicht darauf an. Tja, dann habe ich ja für eher nein. Ja. Dann gucken wir mal. Ich guck erstmal, die. Orange Tulpen erfrischen den Raum des Duftes. Den Raum des Duftes seit 3 Tagen. Hätte ich fast 3 Jahre nicht. Oder den Schalter im Eintopf. Genau. Und den Schalter im Eintopf. Klick. Gedrückt, so. Oh. Ja, bestimmt ist die Tür mal. Auf. Die Tür ist offen. Da. Aber lass uns erstmal noch die Tür. Ich weiß gar nicht, ob man die Maus sieht. Ja klar, das Klassenbuch. Ja, und den oh nein, aufgeschlagen auf Seite 57. Conditional Clauses. Alle 3 Typen. Yeah. Und auf jeden Fall noch den Schrank angucken, oben links. Ja. Ich meine, damit war irgendwas. Der sieht doch verdächtig aus. Ja, stimmt, aber im Zettel lag ein leckerer Apfel. Schleimer. Wer weiß, von wem der ist. Abgeschlossen.
Hm. Na, schade. Aber wir haben das Bücherregal dann noch. Also Bücher, ja, Kommode oder was auch immer das ist. Schulbücher, die ausschließlich dem Lehrer vorbehalten sind. Die Art von Ausgabe, in denen die Lösungen und so stehen. Mhm. Ja. Na gut, dann können wir mal weiter gucken. Oh, das dunkle. Ah, ja, genau, die Abstände. Ja. Leer. Okay. Hier ist noch eine Tür, ne? Ich sehe gerade nicht so viel, aber ja. Verschlossen. Mhm. Habe ich mir jetzt auch gedacht. Ist der. Was ist da hinter dir? Wollte ich das sagen? Hier ist irgendwas hinter. Pergamente. Alte Aufsätze von 1946. Ein Jahr nach dem Weltkrieg. Oh ja. Erstmal Aufsätze schreiben. Entschuldigung, ich habe ein random Datum gewählt. ein random Datum ausgesucht. Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Sicher, seine 100 Euro wert. Das ist so ein richtiger Thron, boah. Ich mache einfach mal alles immer. Was macht denn ein Thron in der Abstellkammer? Antik bis zum Zerbrechen, wortwörtlich. Ja, sieht so aus. So, was macht der Thron hier? Ja, genau! Haben wir schon synchronisiert? Ja. Das ist echt eine gute Frage. Haben wir hier unten Sperrmüll oder was? Echt heruntergekommen, diese Rumpelkammer. Tja. Ist das Säcke? Geldsäcke, cool. Nicht. Oh. Kann man das nicht umtauschen? An irgendeiner Bank oder so? Hier gibt es nichts zu tun. Achso, das ist ein Buchset. Ah. Ja, kann man nicht dran, das ist ein Problem. Naja, was ist hier noch? Ein Zerbersten, na. Oh! Moment, was stand da? Antiker Tisch mit Flasche. Leere Flasche. Nochmal, geht das? Antiker Schrumpel. Moment. Antiker Schrumpel. Ich glaube, ich weiß, was das heißen soll. Was denn? Schrumpel ist ganz weit weg. Warte, sprech nur mal von der Seite den Schrank an. Vielleicht bringt das was. Ja, stimmt, das kann sein. Nee. Ja, schade. Guck mal, die Klasse kommt noch so ein bisschen zu mir. Mhm. So, dann kann ich ein bisschen entspannter. Ja, und warum wir so quer reden, es ist gerade sehr heiß. Also die war verschlossen, ne? Das hier ist jetzt nichts mehr irgendwie. Sprechen wir die Tür selber an, ich habe die Pergamente angesprochen. Ich habe auch die Tür verschlossen. Okay. Naja, wir hätten ja eben noch... Lass mal gucken, ob sich da die Tür geöffnet hat. Ja, wir hatten eben noch einen zweiten Schalter, meine ich, hier unten, den da... Also, ja, aber mal die Tür an. Kann man eigentlich rennen, hier? Ja, wie gesagt, mit der rechten Schulter. Ah, cool. Ja, genau, hier war ja das. Die Tür. Immer noch fest. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, es war viel mit drum vor, hier gucken. Na, in den Büchern wird es nicht so getan haben. Nee, nicht nochmal. Die gucke ich nochmal, spreche einfach nochmal alles an. Test von Nagel. Die war gerade schon leer. Die Karte. Auch nichts mehr. Bild. Das Ding habe ich mir eigentlich noch, aber das ist gleich wahrscheinlich. Den Brief nochmal. Na, gut, ich bin im Glück. Irgendwo war. Warte, sag mal, war da eine Karte? Nee, das ist keine Karte, ne? Speicher doch mal. Beim Apfel. Ach, der hat den Apfel, genau. Genau, ich kann ja mal speichern. Karte, nee. Teil 1. Ich spiele Ende X. Nicht B. Irgendwas war da. Irgendwas muss man. Ich glaube, könnte man hier irgendwie einen Tisch oder so? Oder einen Stuhl oder sowas ansprechen? Ich versuche dann mal den pinken Stuhl da links anzusprechen. So, ja. Ich sehe hier schon wieder jemanden grinsen. Ah, nee, das war's. Ja. Ich spreche einfach mal alles an. Ich meine nämlich. Mein Grinsen kann zum Glück alles bedeuten. Achso, ja, das war die Weltkarte. Nicht mal ein klares Platz. Was ist unser Kistenskurs? Boah, was war das nochmal? Irgendwas war das jetzt. Ja, irgendwas muss es ja gewesen sein, wo es immer. Ich glaube, in der Luft ist nichts. Na komm, ja, so, raus. So böse wäre ich nun wirklich nicht. Ja, ich wollte nicht. Jetzt hier nochmal und hier. Wo war dieser zweite Schalter? Der war hier drunter, ne? Der Blume. Ne, da war nicht nochmal was. Können wir nur hochgehen? Ja.
die Abstellkammer. Ich bin auch schon damals nicht, glaube ich, ohne Hilfe drauf gekommen. Kann man an dem Thron vorbeigehen und da hinten sie die Truhe angucken? Links. Links vorbei. Da, ja. Nee. Links, nee. Ah. Ach so, da. Wenn der Norden erst habe ich das eben gesehen. Von der Seite wahrscheinlich nur die Kiste. Das ist nämlich kein Schrank, sondern eine Kiste. Ah. Das Buch liegt nicht oben. Das habe ich vorhin gelesen, aber das ist wichtiger hier. Wenn der Norden erst gefunden ist, ist es nicht mehr schwer. So ist das südwestlichste das Ziel. Wenn der Norden erst gefunden ist, ich kann das vorne weggucken, mal ganz kurz. Achso. Also wenn der Norden erst gefunden ist, ja, ist nicht mehr schwer. Ist der Norden dieser Raum gemeint vielleicht? Genau, oder ist damit die Tür gemeint, wo man noch weiter kommt? Ach so. In den Norden ist aber dann wäre südwestlich, dann wäre das ja wieder dieser Raum, das kann nicht sein. Ja, oder halt im Raum südwest, also quasi ich sag mal so südwestlich. Ich versuche demnächst mal nicht irgendwie Text zu überspringen, wie gerade eben. Nämlich ein Hinweis, damit du es, weil du es halt überlesen hast. Ja, das war ein bisschen schön. Das ist Entwickler neben dir sitzt Bonus. du hast ein Item bekommen. So. Okay, Moment. Okay. Wundervoll geschrieben mit Zahlen. Mit Norden ist wohl der Korridor gemeint, ne? Ja. Warte, Abstellkammer ist 2. Das heißt, wir sind gerade. Okay. Ich zeig mit der Maus. Halt mal weiter oben ging es ins Klassenzimmer und unten geht es auch ins Klassenzimmer. Also, wir sind vom Klassenzimmer umgeben. So. In der Norden ist das wundervolles Leben. Ich war vom Klassenzimmer umgeben. Das südwestlichste ist das Ziel, das heißt der Musikraum. 7. Genau. Das ist das südwestlichste. Das wird wahrscheinlich jetzt das Ziel. Also das südwestlichste in unserem Raum hier eins. Das heißt, wir müssen entweder in dem Klassenraum, wo wir eben drin waren, rechts raus, aber das ist verschlossen, oder wir müssen versuchen, nach oben in das andere Klassenzimmer zu kommen. Also eine von den Türen müssen wir irgendwie aufkriegen. Mhm. Das südwestlichste. Ich gucke jetzt mal erstmal in den unteren Ecken von unseren Räumen, die wir hier haben. Also ich gucke mal quasi einfach hier. Quasi. Okay. Da ist ein Schlüssel erschienen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen. Wir jetzt als. Ja, jetzt gehen wir jetzt oben oder rechts, ist die Frage. Rechts geht's in den Korridor, wir können es nicht ausprobieren. Jedes Item mit einer Item-Beschreibung. Oh. Okay. Okay. Ich wollte euch keine Tipps geben, ich weiß. Aber ich denke, das sind eher so. Für den Flur, okay. Okay, dann nach rechts. Minimalere Sachen. Bevor wir hier einfach ewig lang rumirren. Okay. Ich meine, klar, das ist eigentlich toll. Yay! Super. So, dann können wir weitergehen. Wow. Ja, bis hierhin habe ich. War das dann, ne? Ja, ja, ja. Flur ist jetzt okay, neu. Jetzt ist korrekt. Genau. Flur ist neu, ja. Also ab jetzt kennen wir uns gar nichts mehr. Von sprudelnder Kraft bin ich entspannt. Wohin nur wird meine Kraft verbannt? Ich brauche ein Medium, starken Groß, gebe ihm die Lebenskraft in den Schoß. Ah, okay. Oh, wir haben 5. Also ich würde sagen noch nicht, wir haben noch nicht aufgekommen. Wenn man denkt, okay. Das ist ein riesiges Rätsel, das man gerade nicht kapiert. Schaust du noch auf die Karte? Ja, gerne. Regenschein, wenn man hier reinkommt, so. Mhm. Also wir sind jetzt bei 3. Also wir müssen eigentlich unten links hin, wenn das noch zum Rätsel gehört. Ich glaube, es war eben eher im Raum 1, dass da der Schalter ist. Also, kann sein für mehreres. So. Ja, aber wo würdest du denn als nächstes hingehen? Also hier bei 10, 9 und 6 sieht es, wenn das, ich meine, das Rote stehen ja anscheinend die Türen da. Dann sieht es so aus, als wären da keine Türen hin. Also, aber was sind denn 10, 9 und 6? Ein Hörsaal, ein Kunstraum und ein Chemieraum? Ich meine, wir können erstmal einfach gucken, wo einfach mal erkunden. Ja, sollen wir nach unten vielleicht erstmal gehen? Weil da sind nur weniger, 2 Räume, ne? Unten sind mehr Räume, ja. Weniger, okay. Da ist nur links einer und rechts einer. Genau. Schloss verschlossen. Okay, das war der Musikraum. Hier ist auch verschlossen. Rechts war auch einer. Alles verschlossen. Guck mal, die Kisten. Ah, ja, okay. Gute Idee. Vielleicht irgendwie ist dran. Fest vernagelt. Diese Kiste kann man ja. Was ist das? Oh, ja, okay. Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Versuch keinen Sinn aus der Story rauszufiltern. Tagebuch 1. Oh ja. 19. August 1997. Boah, da waren wir noch nicht mal geboren. Was ist denn los? Meine Güte. Angst erfüllt mich. Ich darf es nicht vermasseln. Wenn doch, dann... Nein, es darf nicht passieren.
Ich darf mich nicht fürchten. Furchtlosigkeit wird verlangt. So ist es. Ja, das heißt ja nicht umsonst Geister. In der Schule, ne? Ein Schlüssel lag zwischen den Seiten. Haha! Bin ich nicht gut. Guck mir die letzte Kiste an. Ich guck ganz kurz mal, was das für... Ich gucke euch gleich trotzdem erstmal alles hier im Flur durch. Genau. Aber hier auch fest vernagelt. Okay. Also hier kommen wir her, ne? So. Dann haben wir hier. Oh Gott, ganz viele Kisten. Guck erstmal auf die Türen, genau. Verschlossen. Hohe Staffel aus Kisten. Was? Diese Blume erinnert mich an einen Videospielcharakter. Das Bildschirm spielt diese Blumen und strahlt genauso viel Freude auf. Mit dem Lesen, das soll ich nochmal üben. Okay. Okay. Sayonara. Okay, hätte ja sein können. Hier auch. Ich glaube, Simon weiß, was ich meine. MP. Sind das Magiepunkte oder was ist das? War das jetzt einfach ein Gegenstand? Ah ja, cool. Was macht eigentlich der Apfel? Halt Happy, und Traum halt MP. Okay. Ja, ich glaube, Magiepunkte sind das am Abgehen. Das ist vernagelt. Ah, okay. Wir kommen in den ganzen. Das war kein Geräusch. Nicht, dass ich wüsste, dass das ein Geräusch sein sollte, zumindest. Okay. Das war kein Geräusch. Dann in den Abstellraum wieder, ne? Der war, glaube ich, unter der Gelände. Ja, hier, genau. So. Also, das ist echt schön geheimnisvoll, muss man ja sagen. Mhm. Und fast überall gleich. Aber. So. Okay. Speicher nochmal. Ja. Genau, wie lange haben wir denn gespielt jetzt schon? Ach, das ist cool, da kann ich nachgucken. 16 Minuten. Tja. Wir lesen ja auch. Oh, Hilfe, hab ich jetzt. Frage. Oh Gott. Nein. Oh. Okay. Wir heißen Emma. Wir heißen Emma. Warum ist die ganze Zeit klar? Wegen dem Brief. Genau, so. Okay. Angriff, Magie, ja. Was haben wir denn? Schleimgeist. Oh ja. Ja, okay, ich denke, ich kann einfach nochmal. Einfach draufhauen. Weil ich denke, oh, ja. Magie wird MP wegnehmen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und so kümmern wir erstmal. Ist ja erst der erste. Wenn man mal siegreich. 3 Euro! Ja! Level 2, Flut der Uhrzeit. Okay. Ist das Magie? Ist das Magie? Ich glaube, das kann man hier nachgucken, oder? Bestimmt. Bei Status oder so. Hier kann man nicht. Was haben wir denn überhaupt? Rüsten, noch eine Aktion, zwei. Okay, gut. Oh Gott, gibt's hier viel zu tun. Wir sind gerade wo? Im Klassenzimmer. Im Klassenzimmer. Okay. Ich bin froh, dass ich diese Karte eingebaut habe, damit nicht hier komplett hoffnungslos verloren. Okay, brennt. Sonst sieht doch immer aus. Okay. Okay. Das ist. Bilder sind immer verdächtig. Oh, diese Frau sieht aus, als würde sie auf irgendetwas machen. Oh Gott, das wird schon gruselig. Wie heißt es denn? Mal sehen. Die Frau, die Waschente. Ich habe jetzt irgendwie was Spannenderes und Gruseligeres erwartet. Irgendwie dein Ende oder sowas. Das Kampf einmal eins. Oh ja. Wenn du einen Gegner triffst, landest du in einem Kampf. Dort kannst du nun ganz normal angreifen oder Magie verwenden. Schön, dass wir das auch schon erfahren. Mein Gott. Ich wollte erstmal, dass der Spieler selbst herausfindet, wenn er sich nicht aufgibt mit den Abwehrmaker. Ja, so ist gut. Andernfalls kann man auch schützen. Wenn man sich schützt, nimmt man weniger Schaden. Das, falls alles letztendlich nicht hilft, muss man wohl Items verwenden dafür. Also unseren Apfel oder unsere Trauben oder was auch immer noch. Ich für meinen Teil habe in der ganzen Schule Heil- und Magie-Items versteckt. Aha. Eines Tages werden sie nützlich, wenn sie kommen. Oh oh. Playing the Throne Game. Ein Zettel mit der Nummer 4 und eine römische 1. Kann das mal jemand notieren? Sollen wir das mal notieren? Ja, ich nehme ganz kurz und mein Handy aus und notiere mir das. Das ist vielleicht noch ganz sinnvoll für später. Vor allem für später. Zettel Nummer 4, römische 1. So, okay. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Kann ich mal gucken, wie lange wir schon spielen? Denn ich mag so Aufnahmen nicht, wo es einfach im nächsten Part weitergeht, wo wir aufgehört haben. Ich verabschiede euch lieber. So. Das bin ich auch egal. Ah, ne, das hast du schon angeguckt, ne? Das war, glaube ich, das mit dem. Ja. Ja. Okay.
Und dann könnte man auch zum Glück nochmal nachschauen, das wäre sonst sehr gemein. Eine prachtvolle Uhr. Laut dem Schildchen darunter stammt sie aus dem 19. oder 20. Jahrhundert. Mhm. Sieht auch schön alt aus. Der Spiegel ist mir sehr verdächtig. Und die Statue daneben. Können wir den einfach das erinnert mich an Doctor Who. An die Weeping Angels. Können wir aber den Spiegel auslassen, bitte? Nee. Wollen wir den direkt? Ja, oder Hilfe! What? Oh. Warte, das ist alles gespiegelt, tatsächlich. Außer... Moment, war diese Figur Die, oh Gott! Die hat sich bewegt! Die ist woanders. Ja, die war eben hier. Oh, wow. Oh, das ist jetzt ganz gespiegelt, aber die ist anders. Ja, die steht nicht... Die stand vorher nicht. Kann ich hier zurück? Warte, dann warte ich jetzt nämlich erstmal. Oh, ja, dann lass uns erstmal... Guck die Statue an. Angel of Light. Ja, von wegen. Das ist wahrscheinlich das andere Angel of Dark. Was? Lass mal gucken. Lass mir die Sachen machen. Wow. Die Ausstellung, die auf der ganzen... Die auf der ganzen Schule beliebt ist. Bringt ihr das mit, was dich am meisten an das Mittelalter erinnert? Einfach interessant. Und für so ein Spiel natürlich ein super Setting. Okay. Boah, ich trau Törtling nicht. Ja. Schau nochmal, da ist noch wieder so ein Durchgang. Guck mal, ob der der verschlossen ist. Hab ich mir schon gedacht. Sprechen wir mal von vorne vielleicht an die Stadt. Vielleicht ganz schön. Ich würde dann sagen, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, was der dunkle Raum und die dunkle Statue auf sich hat, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Bis dann. Tschüss. Ciao.